am Freitag mich gesehen bei Turmspringen. Ey, es war, ich muss an der Stelle sagen, es war wirklich krank. Es war krass. Ich habe meine Mutter, meine Tante und meine Freundin mitgenommen, weil meine Tante hat sich so gewünscht, dass sie mal in der Fernsehshow dabei ist. Meine Mutter, habe ich gesagt, komm mit, als Überraschung so, komm mit. Meine Freundin war mit und dann bin ich da hingefahren. Ich wollte nicht. Ich habe, glaubt mir, ich habe Fernsehverantwortliche für diese Sendung jeden Tag angerufen und die habe denen gesagt, ey, wirklich, was kostet Vertragsstrafe, dass ich nicht komme? Und ein Mensch hat mir immer gesagt, das ist unbezahlbar, das kannst du nicht, du kommst. Und wenn ich den PCR-Test höchstpersönlich mache, ich komme zu dir nach Hause, hat er gesagt, ich mache den PCR-Test mit dir höchstpersönlich, du bist da. Und ich so, ey, wirklich, das kannst du nicht machen. Und er, doch, ich weiß, was gut für dich ist. Ja, ja, ich weiß, was gut, du kommst. Ihr wart beim Training dabei, mehr Training gab's nicht. Dann habe ich meinen Partner, Matze, von Let's Dance, zum allerersten Mal getroffen. Und es war krass, ich habe es euch vorhin schon erzählt. Wir sind dann einmal diesen Sprung gemacht und haben gesagt, komm, reicht. Reicht für uns. Die anderen, es war fast schon, was war der Eindruck von euch von der Sendung? Endlich mal wieder ein Raab-Event. Die Gefühle waren da, ne? Und ich saß da mit all, ich konnte es nicht glauben. Alle anderen, Jay Khan, die ganzen Badgers sind da. Auf einmal kamen die Jungs rein, ich habe drei Badehosen geklaut, auf einmal kamen die Jungs rein. Paul Janke, der Bachelor, der Ur-Bachelor, der Erste, kam rein. So, hier, Jungs, das Kokosölfass. Alle Oberkörper frei, Jay Khan gleich, ja. Was macht ihr da? So muss ein Mann aussehen. So muss er aussehen, ein richtiger Mann. Und die haben nur gelacht. Keiner hat mich für voll genommen. Den Pokal vom dritten Platz, wer hat den zu Hause? Ich habe den zu Hause, weil ich ein Geschenk gekriegt habe von der guten Steffi. Ich habe mich wirklich totgelacht. Es war, ey, Grüße an alle, die in der Halle gewesen sind. Es war wunderschön. Und es war auch für mich toll, auf dieser Couch zu sitzen. Die anderen, für mich war, für meinen Geschmack, aber Stefan will das so, waren die Sprünge zu gut. Es war perfekte Dings, 18 Trainings, die eine konnte gar nicht schwimmen, 60 Trainings in 3 Tagen. Die, alles, es war fast schon zu gut, sagt Ehrlich-Chat. Nach unserem Sprung, wir waren ganz dicht dran, weil unser Schwierigkeitsgrad gut war, wären wir fast noch Vorletzter gewesen, ne? Vor dem neuen Bachelor. Der hatte auch ein Ego-Problem auf einmal. Es kann doch nicht sein, dass ich so schlecht war. Ich so, oh, ist das so schlimm für dich? Ja, also es kann ja nicht sein, dass so wenig Punkte Unterschied ist. Pisst jetzt, Alter, was ist denn mit dir los? Jetzt kommen wir zu zweien. Von denen einer sehr, 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 ich glaube, er ist der aufgeregteste in der ganzen Halle. Ja, der ist komplett durch den Wind. Der ist jetzt schon fertig. Also der kam hier eben an und sagt, Jan, sag nichts Schlechtes, ja? Ja, der ist extrem nervös. Wir reden nicht von Matthias Mester, der kommt jetzt auch, aber an seiner Seite. Der ist wirklich unglaublich unterwegs, Knossi. Livestreamer. Scheiße, das kommt ja auch noch, das habe ich ja gar nicht gesehen. Da kommt ja noch das Vorstellungsvideo. Das habe ich ja in der Halle gar nicht gemerkt. Ich bin Knossi, Livestreamer im Internet. Mein Name ist Matthias Mester. Ich bin ehemaliger paralympischer Speerwerfer. Und trete heute mit Knossi im Synchronspringen an. Klingt schlüssig. Tolles Team. Ich habe auch hier bei RTL letztes Jahr die beste Late-Night-Show ever gemacht. Täglich frisch geröstet. Ach, guck an. Oh, so schön. Hab ich mitbekommen, sag mal. Wann läuft die denn? Ist aktuell nicht im Programm. Kommt bestimmt bald wieder. Natürlich, bestimmt. Ja! Matthias Mesters, eine Legende. Super geil, dass ich jetzt mit Matthias Mesters hier zusammenspringen darf. Das ist für mich eine Riesenehre. Knossi, wenn du möchtest, dass wir beide heile runterkommen, dann heiße ich ab sofort Mester und nicht Mesters. Ist das klar? Ja, da ist er empfindlich, der Mesters. Oh, ist doch scheiß. Reg dich doch, Kinders. Mesters bleibt Mester. Ist das. Meine Körperfassung ist ganz schlecht. Ich habe eine blinzelnde Brustkörbchengröße. Ach du Scheiße. Ich bin halt einer, der sitzt viel am Computer. Ich nasche gerne, ich esse gerne. Ich bin früher eigentlich nur ins Freibad gegangen für die Mayonnaise. Für das Pommessalz und für die Mayonnaise. Nicht mal gesprungen? Das Äußerste, was ich im Schwimmbad gemacht habe, war mal 1-Meter-Turm und die Rutschbahn. Hast du gerade 1-Meter-Turm gesagt? 1-Meter-Turm. Das erklärt einiges. Hey, sag doch mal ganz ehrlich, Chat, wer kennt die Mayonnaise von euch auf dem Pommes drauf? Die war, ich glaube, das ist eine Billig-Mayo im Schwimmbad mit diesen nassen Fingern, diese gewürzten Pommes mit diesem dunkel-orange-roten Salz, die Mayonnaise aus diesem Eimer. Klatsch! Ey, das gibt nichts Besseres
als die, ich glaube, dass jeder Zuschauer zu Hause gedacht hat, jawohl, das bin ich. Das ist mein Mann, der Nachbarsjunge, der Dicke von nebenan, der springt für uns. So schlecht ist es gar nicht. Wolfi, bester Mann. Kurze Pause, eine rauchen. Oh, da haben sie aber zwei gefunden, was? Mal schön eine schmökern. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich bin durch Seepferdchen durchgefallen, als einer der wenigen. Ey, das war schon schlimm als Kind, wenn du Seepferdchen nicht bekommst. Jetzt geht's. Ihr wisst es, ihr kennt die Stories ja, dass ich da, ich habe auch keinen Fahrradführerschein. Ihr wisst es ja, ne? Seepferdchen, ich konnte nicht machen wie der Frosch, ne? Aufs Sprungbrett. Ja, aber dein Trainer ist ja auch gut in Shape. Also davon distanziere ich mich, Twitch. Das habe ich nicht gewusst, dass da jetzt mein Arsch rausguckt. Diese Erfahrung, für die du eigentlich gar nicht geboren bist, einfach machen. Mach Köpfer vom Dreier! Mach Köpfer vom Dreier! Überwinde dich und mach Köpfer vom Dreier! Ja! Ja! Von meiner Seite ist es natürlich toll, mit Matthias Meesters hier anzutreten. Okay, das war unser Trainingssprung. Chat, wo Jay Kahn unten sagt, du bist Holz! Die haben den aufgenommen, guck. Sieger der Herzen bei Let's Dance, für mich war er da der Beste. Mestermensch. Das war der beste Sprung, den ich gemacht habe. Guck's dir an. Ich bin komplett rum mit dem Ball. Guck. Mestermensch. Oder ist er doch Meester? Das war der beste Sprung. Auf der anderen Seite natürlich auch tut's mir ein bisschen leid, dass er jetzt bei Let's Dance nicht gewonnen hat und heute hier mit mir dann auch verkacken wird. Ich möchte ja wenigstens jemanden hinter mir lassen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das mit Knossi schaffe, aber vielleicht überrascht er mich ja auch. Und ich bin hier der Hi-Ho-Fi und er zaubert einen brillanten Sprung raus. Matthias, ganz ehrlich, ich bewundere deinen Optimismus. Für alle gemütlichen Leute zu Hause, für alle, die gerade mit Bier, mit Chips, mit Schokolade, mit dem Riegel da sitzen, für alle, die sagen, jawohl, die Eiscreme schmeckt mir, für die bin ich heute hier und für uns hole ich das Ding. Jawohl, alles Gute, ihr Knallköpfe. Was erwartest du jetzt, wenn du so eine Mast, nicht Mast, weil einer Mast in den Chat schreit, ich bin kein Mastschwein, weil du so eine Mast siehst, was erwartest du? Natürlich Hochglanzleistung. Salto vorwärts gehockt, Schwierigkeit 3,0 vom 3-Meter-Brett und Knossi, also ich war gehockt, ja, gehockt. Guck mal, ich hatte keine Ahnung, was für gehockt. Ich wusste, wir sollten vorher, das Krasse war, passt mal auf, vorher kamen die Ringrichter zu uns. Herr Knossaller, bitte einmal und Herr Meesters, bitte einmal, welche Sprünge wollen Sie anmelden? Na, Salto, Looping. Dann der schreibt, ne, irgendwas und dann sagt er, und welchen zweiten Sprung, wenn ihr weiterkommt? Und ich, hä? Ich sag zu Matze, ich weiß nichts von, was für einen zweiten Sprung? Wir machen spontan in der Show. Ja, ihr müsst einen zweiten Sprung, dann schreibe ich Delfin rein. Und ich, komm, dann schreib doch rein, was du willst. Es gab eine Situation, die fand ich echt sehr unangenehm. Da kam in der Werbepause, können wir euch kurz interviewen, steht so auf dem Mikrofon, RTL, NTV und sowas. Ne? Sag ich, ja, ja, klar. Dann stehe ich da mit Matze und sie so, hast du neben ihm väterliche Gefühle? Was, Alter? Ich guck Matze an und denk mir, nö, noch eine Frage. Alter, was ist das für eine Frage? Ob ich väterliche Gefühle neben Matze habe, nur weil er klein ist oder was? Das fand ich hart unangenehm. Da blieb mir da weg, sag ich, Matze, Alter, was ist das? Dann sagt er, ja, ist egal. Matze, der lustigste Typ ever, sagt mir noch eine Antwort. Bitte, Knossi, nimm ein Video auf, wie du eine Tasse in der Hand hältst und es fällt eine Playmobil-Figur rein. Flop. Ich mache ein Video auf Instagram, wir schneiden so, wie ich vom Sprungbrett bringe. So ein lustiger Typ, der alles mit Humor nimmt. Wahrscheinlich haben sich andere drüber aufgeregt, aber er wünscht sich das so. Und der hat einen Humor, mega. Ich zeige euch kurz das Video, ja? Was ist das denn? Ich hab gesagt, mach ich, Alter, ich mach ich. Wenn jemand so mit dem umgehen kann, ist doch mega geil. Ja, ich bereite mich vor, guck. Also wichtig, Ausführung. Schwierigkeitsgrad passt mit 3,0, aber wie synchron kriegen die beiden das? Vorlaufen gibt schon Punkte, haben wir geübt. Wie bin ich vorgelaufen? 3,0, aber wie synchron kriegen die beiden das hin? Halle explodiert. Das ist noch nicht Teil des Sprungs, aber ist gut für die Stimmung. Ach, meine Güte. Nicht, dass er jetzt reinfällt. Hab ich ja, Angst gehabt. Eins, zwei und drei und ab. So haben wir es gesagt.
aber synchron abgesprochen. Das war... Ich bin aufgetaucht und sag zum Meister, für mich hat es sich gut angefühlt. Ich sag zu ihm, der war gut, der war gut. Wir haben einen schweren Sprung, wir kriegen gut Punkte, der war gut. Ich komm raus und denk mir so vom Gefühl, der war gut. Dann sehe ich das Video, Replay. Alles gut, ja, unverletzt. Der eine auf dem Rücken, der andere auf dem Bauch, ne? Also so. Matthias überdreht, ja. Und Knossi zu kurz. Sorry. Guck mal ihn an! Jungs. Das war synchron, aber in zwei verschiedenen Zeitzonen. Das ist... Mach nach, dass einer auf dem Bauch fällt, auf dem Gesicht und der andere auf dem Rücken. Mach nach. Und wenn du beide Sprünge zusammennimmst, ist es ein perfekter Looping. Sie Halle freut sich. Ganz viel Spaß. Ja. Matthias Messer und Knossi. Das gibt's doch nicht. Oh, hoppla. F für Vontora. Hab ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Upsala. F. Das gibt's doch nicht. Es war doch... Mensch, wir haben das heute schon mal. Heute war Mittag, war gut. Einmal Screenshot machen vom Platz 2, den nimmt uns keiner, und Instagram-Story uns beide verlinken, dann haben wir das als Bild. Ja! Ey, das musst du erstmal schaffen. Wer hat die größeren Schmerzen von euch gerade? Oh, guck mal, Matthias, Bauch. Oh, du Armer, das tut mir jetzt. Der ist natürlich knallerot jetzt, ne, dein Bauch. Ja, aber alles gut, hat Spaß gemacht. Cool machen, sieht dein cool. Rücken aus. Wir haben gesagt, wir machen auch cool, wir jammern hier nicht rum. Echt, Rücken, alles gut, kein Problem. Cool. Ich habe Kühlpacks mitgebracht. Cool. Ey, wir würden aber so gern... Nee, aber hör mal, das Klatschen hat aber synchron geklappt, fast. Merkt ihr mir an, die Erleichterung danach? Ich hab's hinter mir, ich denk mir heute nichts mehr. Und auf einmal. Also ich fand, dass sie relativ... Ja, ich war nicht mehr zu bremsen. Ich bin dann gleich zu den Richtern noch hin, zu den Punktrichtern und zum Trainer, zum Wolfi. Aber was? Und? Ich wollte dann gleich nochmal mit den Punktrichtern vorne. Hier auch die Kampfrichter komplett begeistert. Das macht einfach Spaß. Und jetzt ist Knossi an, ne? Jetzt will der nochmal. Ja. So ich glaube, er wollte gerade sagen, er wird gerne nochmal. Er kann ja nachher, wenn er will, vom Zehner. Einfach frei. Das wäre ja okay. Ne, Knossi? Knossi! Hört der mich? Der hört mich gar nicht, ne? Ich würde es ihm gerne anbieten. So eine Schande, weißt du, was ich meine? Und dann wirst du reingedrückt. Ich stand in meinem Leben auf keinem 5-Meter-Brett. Und da ist der Mann im Ohr da bei Jan Köppen, der sagt, sag doch mal, Knossi springt heute vom Zehner. Ich glaube, Knossi will heute noch vom Zehner springen. Was will ich? Ich habe das gar nicht in dem Moment fest. Ich komme zurück. Der Pavlovic, der sagt, du springst vom Zehner. Sag ich, bist du blöd? Der Bachelor kommt zu mir, du weißt, du kannst dir alles brechen. So muss ich mir alles. Gehst du so mit den Füßen, ey, das habe ich nicht gewusst, gehst du mit den Füßen so rein, reißen dir die Waden. Ich sag, was wollt ihr denn? Was für Zehner? Ich gehe zum Köppen hin, was? Ja, komm. Ich sag, was? Ja, komm. Ich krieg auf einmal eine SMS, ich sag euch nicht, was weiter kommt. Du musst es ja nicht machen. Sag ich, ist doch auf dein Mist gewachsen. Genau. Dann meine Mutter im Publikum, no joke. Meine Mutter im Publikum. Wehe. Wehe. So Kreuze macht die Kreuze. Meine Freundin, du spinnst. So aus dem Publikum. Du spinnst. Ich mach dann so Zeichen aus der Ferne. Live. Kai Pflaume vor 12 Jahren. Der hat Nein gesagt. Der hat das Format nie wieder moderiert. So, ich mach so. Ich geb ihr so Zeichen. So, was soll ich machen? Nächste Werbeunterbrechung. Frau kommt runter ans Gerät. Ich sag, ich guck mir das einfach mal an. Gerade erleichtert, dass ich diesen Sprung hinter mir habe, ne? Gerade erleichtert. Kommt die nächste Scheiße rein, RTL. Ich muss jetzt schon wieder schwitzen. Ich gehe doch nicht. Wisst ihr, wie hoch 10 Meter sind? Wart ihr mal auf einem 10-Meter-Brett? Da sitzt meine Mutter. Da sitzt Pascalia. Und da sitzt Regina. Und ich immer hier. Was soll ich machen? Und die anderen, ich habe rumgeschrien, war mir scheißegal. Da haben alle immer nur gelacht und komisch geguckt. Das war mir, hier war der ganze Bachelor-Fanclub. Ich so, Mutter, was soll ich machen? Das war mir scheißegal. Dann so ein paar Knossi-Fans hier vorne. Du machst es! Du gehst hoch! Du hast die Eier! Und ich denke, meine Mutter, wenn du das, ich schwör das, vorbei, tickst du. Meine Freundin, mir Nachrichten geschickt, wenn du das machst, wehe, du machst das. Ich sag, meine Mutter, dann haben sie oben diskutiert, meine Mutter, der macht das, ich kenn doch meinen Sohn. Ich bin danach, nach der Sendung, mit der Familie da hochgefahren, damit die das mal sehen, wie das ist. Da war nicht, und dann noch die dunklen Lichter, dann dieses Herzschlag immer, du-dumm, du-dumm, du-dumm. Dann Frank Buschmann, guck nicht nach unten, dann dieses,
die Leute. Dann denkst du, oh Piss, ja, was mache ich denn jetzt? Da hat mich hat keiner gefragt. Mich hat keiner gefragt. Raab hat sich vom Zehner auch mal selbst verletzt. Nee, der ist von Deckenhalle-Dach. Wenn du das Video, vielleicht erkennt man es irgendwo. Oben ist so ein Gang, wo du die Lichter und so, wo die Klimaanlage oder sowas, der ist von 25 Metern oben runter und hat sich das Steißbein gebrochen. So, das war dieser offizielle Teil. Glückwunsch. Und den Pokal hat sie mir geschenkt. Für den dritten Platz, den hat sie mir geschenkt, ne? Den hat sie mir geschenkt. Ich hab den daheim. Ich wollte den nicht annehmen. Was hättet ihr gemacht? Die hat's um Verrecken. Meine Mutter und Tante standen daneben und haben gesagt, nimm den Pokal mit. Weißt du, das hat doch für dich viel mehr Bedeutung. Sagt die, ich habe hunderte Pokale. Ich habe in meinem Sport alles erreicht. Ich habe Ninja Warrior gewonnen. Ich brauche keine Pokale mehr. Sag ich, was? Was soll ich denn machen? Dann habe ich den Pokal, was hättet ihr gemacht? Ich habe zu ihr gesagt, ich lasse unten eingravieren, übergeben von Steffi Edelmann für meine Leistung vom 10-Meter-Brett zu springen. Steht im Wohnzimmer jetzt. Und wenn mich einer in 5 Jahren fragt, wurde ich Dritter. Ich hätte, ich sag's euch ehrlich, nach dem Sprung am nächsten Tag nichts Sportliches machen können. Ich konnte nicht liegen richtig, ich konnte nur seitlich liegen, ich konnte fast nicht mehr aufstehen, weil mein Steißbein muss geprellt sein. Und ihr seht auch warum. Der ist aber der Typ. Mutter, was soll ich machen, sag ich noch. Mit dem kann sich jeder zu Hause identifizieren. Weißt du, was ich so liebe, ist, dass du ihm jetzt die Musik, jede Emotion am Gesicht ablesen kannst. So, Jan geht mit hoch, wo ist der... Er war noch nie auf dem 10-Meter-Brett. Also diese Lichter, diese Dunkelheit. Ich bin noch nicht mal mit 5er gesprungen. Okay, dann muss er... Hier, jetzt siehst du mich hier unten nochmal beim Trainer. Da muss der Knossi allein da. Trainer, zeig mir nochmal. Guck. Pass auf, du reißt dir die Bänder. Solche Sätze. Pass auf, dass du dir nicht die Bänder reißt. Mensch, Wolfi! Jetzt geht's in diesen berühmt-berüchtigten Aufzug, mit dem man da hochfährt. Da oben. Ich hab in dem Aufzug kaum mehr die anderen draußen gehört. Ganz schlimm. Der Aufzug geht zu, das merkt ihr ja nicht zu Hause. Der Aufzug geht zu und auf einmal wird so ein Dumpf. Ihr kennt es, der Aufzug ist so dumpf. Und du bist mit Jan Köppen quasi alleine. Und dann guckst du raus. Also du hörst noch Buschmann so leicht. Da habe ich schon gemerkt, ich habe Probleme. Ich höre das nicht mehr richtig. Köppen hat alles auf dem Ohr. Ich höre es nicht mehr richtig. Und dann gucke ich den Aufzug, gucke ich raus und denke mir... Die Stimmung auf einmal von lauter Halle auf einmal auf... Okay, wir fahren jetzt hoch. So, weißt du? Signalan, Alter. Warte mal, gib mir mal ein paar Tipps. Wie hast du gemacht? Ich bin einfach reingehüpft. Du machst die Beine zusammen auf jeden Fall. Ja? Und die Füße anziehen. Das klingt jetzt komisch, aber anziehen. Nicht runterschauen. Geradeaus da nach vorne. Ich, okay, da dachte ich echt kurz. Dann sage ich halt nein, ne? Wie Kai Pflaume, Alter. Wir gehen zum hinteren Zehner. Da hat der Kameramann rückwärts gelaufen. Ich dachte, jetzt geht alles schief. Kameramann läuft rückwärts, kommt eine Stufe. Ah! Kamera unten, ich oh, muss den noch retten. Denk mir, was ist jetzt los hier oben? Die ganze Halle. So, jetzt meine Mutter Unterstützung für Knossi hier, Berlin. Unterstützung für Knossi, also, bitte. Knossi, ne? Einer schreibt rein, was gab's dafür? Ja, nix. Ehre und Applaus, was soll's dafür geben? Keine Schande, wenn du es nicht machst, verstehst du? Nix, guck mal, wie ich da vorlauf, wie ein 80-Jähriger. Komm, wir gucken mal nach vorne. Wir gucken mal hier runter. Komm mal her. Nur mal gucken. Komm mal her. Jan hat das Herz. Der setzt sich hin, ich denk, der spinnt. Wie kann man sich einfach hinsetzen? Stell dir mal vor, beim Hinsetzen fällst du unglücklich. Wie kann man sich da hinsetzen? Auch schon wieder offen. Ja, der hat ja exhibitionistische Züge. Damit man sieht, ich würde mit dir, wenn du springst, kommen. Und das Schlimmste ist diese Hundewerbung. Du springst in dem sein Maul, der macht so ein Chihuahua. Der guckt dich so an von unten aus dem Pool. Und dann sehe ich da unten die anderen und denke mir, jetzt wäre ich gern Jay Khan, Alter, wirklich. Jetzt würde ich gern nochmal, weißt du, an die guten Zeiten von Us 5 denken. Mama, 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 Maria, come on, das darf man ever, Asia. Verstehst du, jetzt einmal nochmal er sein. Diese Blasen, das sind einfach welche, damit wir sehen, dass wir nicht 15 Meter springen, sondern nur 10. Was erzählt er mir von 15 Meter? Ich hab's auch in der Show nicht verstanden. In der Mitte war es glatt und rechts und links hat so ein bisschen Wasser getröpfelt. Ach so, da ist es noch tiefer im Becken. Ja, okay, das muss man natürlich auch mal wissen. Okay. Knossi, lass das runtergucken. Guck nach vorne. Also ich zeig's dir nochmal. Und dann ab. Zusammen, die Beine jetzt zusammen. Jetzt schon wieder zittern, ehrlich, jetzt schon wieder. Ich habe meine Beine waren ganz weich. Ich muss gar nicht, der macht das. Der ist so geil, der Typ. Also, guck mal. Das war ein Albtraum. Oh, das ist an Spannung nicht zu übertreffen. Ja, er darf nicht runtergucken. Er muss ich habe schon die Eier los. In der Hand, guck. Ich habe die Eier schon in der Hand. Guck, mein Eier schon mit der rechten in der Hand. Ich bin weit weg, ich schubse die nicht. Eier schon in der Hand, guck. Jetzt Beine. Beine zusammen. Und Arme an.
Publikum nochmal kommt, dann sterben wir heute hier. Diese Herz. Und hopp. Yeah! Und ich bin so seitlich gefallen. Und das war's auch schon. Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Guck mal, wie ich gefallen bin. Guck in der, Laura, in der Zeitlupe. Danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Guck Zeitlupe an. An Sie daheim natürlich auch. Das schreit doch noch Arsch mehr. Arsch und Eier. Und guck mal. Das war's Problem. Das war's Problem. Ich bin seitlich nach vorne und voll hinten drauf. Die Seite und hinten. Extrem. Und dann habe ich natürlich gemerkt, bin unter Wasser, gefühlt 14 Meter unter Wasser. Ich war weg, ich war unten. Ich glaube, ich habe kurz Boden auch gestriffen. Ich hoch, denke mir, scheißegal. Jetzt kommt One Moment in Time. Ich so raus, ja, ich hab's, ich bin der Hero. Das ist der Hero Moment der Show, der Hero Moment der Show war ich. So habe ich gedacht. Ich habe auch auf dem Sprungbrett in Fernsehdenkweise gedacht. Ich wusste, die können nicht lang überziehen. Ich muss mir ein bisschen Zeit nehmen. Es muss perfekt. Ich habe für die Show gedacht. Im Sinne der Show bin ich da runtergesprungen. Ich habe alles im Sinne der Show und der Zuschauer und der Fans gemacht. Das Nachtjournal mit Christoph Hoffmann. Haben Sie eine Köppen springt hinterher. Nacht. Und wir sagen einfach mal an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ne? Und dann mit Köppen im Wasser. Tschüss. Mit Köppen im Wasser. Er kommt zu mir und sagt, jetzt verbindet uns das für immer. Ich bin auch heute zum allerersten Mal von 10 Meter gesprungen. Es verbindet uns für immer. Und auf einmal kommt... Bruder, dafür hat sich's gelohnt. Und Riesenerfolg, ne? Riesenerfolg für RTL. 23% Marktanteil. Und ihr wisst, Grüße nach Köln. Bei jeder Produktion. Ich weiß, bei der musste man mich sehr überreden. Aber ich bin immer gern dabei.